Und insgesamt hat wirklich jedes Gericht gut geschmeckt. Und ich habe mich auch immer schwer getan mit dem Bewerten von allen Gerichten. Weil ich finde, die sind so unterschiedlich und trotzdem alle total gut. Also jeder hat, glaube ich, sein Bestes gegeben. Und ich muss sagen, dass mir alle Abende echt gefallen haben. Ja. Also ich bin super aufgeregt. Ich weiß nicht, wer gewinnt. Ich habe gar keine Vorstellung, weil wir ja alle auch was Unterschiedliches gekocht haben, was gar nicht so miteinander vergleichbar ist. Von daher, ich bin gespannt, wer heute Abend den Pokal mit nach Hause nimmt. Ich glaube, es ist schwer zu sagen, wer gewinnt, weil wir alle drei uns große Mühe gegeben haben mit unseren Essen. Sie waren komplett unterschiedlich und deshalb ist, glaube ich, wirklich reine Geschmackssache. Und unterm Strich gesehen ist es auch egal, wer gewinnt, weil, wie gesagt, wir haben alle, glaube ich, das Beste und das alles gegeben. Hab's auch so gesehen, fast wie das Ergebnis nachher war, wobei ich mir auch klar war, dass es sehr eng wird irgendwo. Also ich bin dabei beim Ergebnis, wobei Erster und Zweiter war vom Kochen her schon nah zusammen. Also hätte mich nicht gewundert, wenn es auch noch ein bisschen enger gewesen wäre oder Gleichstand oder so. Weil es war wirklich von der Qualität her alles sehr gut, alle drei.